Nun folgt Mechanikenkurs 2. Hier wird auch nochmal ganz kurz erklärt, um was es geht. Jetzt kommen wir nämlich zum Fernkampf. Wir hatten ja im ersten Tutorial den Nahkämpfer. Auch hier gibt es halt natürlich Unterschiede, wie man sich mit den Charakteren, mit den Helden bewegen sollte. Zum Beispiel die Nahkämpfer halten natürlich wesentlich mehr aus als Sniper Fernkampfhelden, here. weil Time diese for ja auch target mitten practice. im Kampf beteiligt sind und auch eher zu treffen sind als Fernkämpfer, mit denen man sich halt weiter hinten im Schlachtfeld bewegen kann. Ja. Hier zu den ganzen Dings. Ich will jetzt hier gar nicht viel sagen. Ich werde einfach mal losspielen. Ihr seht die Kommentare von den einzelnen Sachen. Hier sieht man auch ganz schön, es ist noch einiges auf, also einiges auf Englisch. Eigentlich nicht die Masse. Mit ein bisschen probieren, falls man gar kein Englisch kann, kriegt man es eigentlich auch hin. Und es stört jetzt noch nicht so sehr. Weil jetzt hier schon wieder ist es wieder auf Deutsch. Also es ist schon gut synchronisiert. Die Kommentare und die Dings sind natürlich alles auf Englisch, wie man jetzt hier hört, die auch wieder individuell je Charakter sind. So, jetzt laufen wir weiter vor. Mal schauen. Oh, da kommen ziemlich viele. Also wie auch schon im ersten Tutorial erklärt, probiert hier möglichst im Tutorial schon das Last Hitten zu üben. Jeder Charakter verhält sich anders. Wie ihr gerade mitkriegt, ich schaff's hier gerade nicht, Last zu hitten. Jetzt haben wir einen neuen Skill. Attack! My spotter guides me. Die brauchen A Hilfe. Trajectory. Jetzt kommt auch schon ein neues Future hinzu. Genau, wie sie gerade erklären, Minikarte, viele nützliche Informationen. Man sieht halt hier jetzt ganz gut, das ist natürlich nur eine kleine Karte von der Tutorial-Mission. Man erkennt jetzt hier, wo man sich befindet, wo die Gegner sind und was man beschützen soll. Später kann man auch auf der Karte so Markierungen machen. Aber das findet ihr, denke ich mal, selber heraus. Oh, jetzt haben wir hier schon den ersten großen Gegner. Das ist ja zum Beispiel ein anderer Hero, ein anderer Held, den man in der Tutorial-Mission besiegen muss. Oh. Er hat es nochmal weggeschafft. Oh, ich habe gerade gemerkt, man wird hier gar nicht mehr. Hier wird gar nicht groß mehr erklärt, was man skillen soll, sondern es wird einfach einem jetzt schon die Wahl gelassen, welchen Skill man erweitern möchte. Im Endeffekt will man hier auch nur, dass man erstmal wieder Level 6 wird, weil mit Level 6 hat man sag ich mal, die Special-Fähigkeit, die Ultimate-Fähigkeit zur Verfügung. Und die ist halt immer mit einer der stärksten Skills, die ein Charakter hat im Endeffekt. Of course. Aha.
Hier wurde jetzt kurz erklärt, dass man auch außerhalb, also wenn man sich nicht in der Base befindet, Gegenstände kaufen kann. Also man kann auch während des Spiels Geld ausgeben und die Gegenstände kaufen. Läuft man zurück in die Basis, kann man sich dann die Gegenstände nehmen. Wie ihr gerade gesehen habt, heilt auch eure HP, eure Mana wieder zurück, sobald ihr innerhalb eurer Base seid. Hier haben wir jetzt einen Kurier, das ist ein cooles Feature. Und zwar kann dieser Kurier benutzt werden, euch Gegenstände zu bringen. Und zwar macht ihr das nachher hier unten mit den mit diesen Buttons. So, jetzt geht's weiter. Erlernen Sie Ihre Ultimate-Fähigkeit. Wie gesagt, das ist dann Level 6, wo wir hin müssen. Und schauen wir mal, wo die nächsten Gegner sind. Ja, da kommen wir nicht rüber. As you say. My spotter directs. Yes. Into the breach. Yes. Yes. Ja, das Tor war schon auf, hab ich gar nicht gesehen. Gold for Ned. Center of mass. Gunpowder justice. Genau, jetzt haben wir uns Gegenstand gekauft, sollen auf diesen Knopf drücken und wie man jetzt auf der Karte sieht, fliegt oder läuft das der Esel, unser Kurier, los und überbringt uns dann den Gegenstand. Das funktioniert nachher auch im Online-Modus, wenn ihr gegen andere spielt oder mit anderen, da habt ihr dann einfach die Möglichkeit, euch Gegenstände vor zum Schlachtfeld bringen zu lassen. Spotter guides me. Going ballistic. That's gonna sting. Center of mass. My aim is truer than ever. Genau, jetzt wird ganz kurz erklärt, dass wir uns hier zurück teleportieren können. Genau, und dass wir aber auch den Kurier einmal upgraden sollen auf diesen Flieger. Und hier lassen wir uns jetzt gerade die Teleportationsrolle zuschicken. Wir haben unseren Esel geupgradet, dass er fliegen kann. Das sieht dann so aus, dann kriegt er Flügel. Und bewegt sich natürlich wesentlich schneller als zuvor, beziehungsweise kann er jetzt den direkten Weg zu euch nehmen, was auch nochmal erheblich die Zeit verkürzt, bis der Esel bei euch ist.
wenn er jetzt gleich da ist, haben wir den neuen Gegenstand, den wir uns besorgt haben, im Dings. Und da klicken wir ganz kurz drauf und lassen uns zurück teleportieren. Ach, die möchten, dass wir uns nach da vorne teleportieren. Dann dauert es ungefähr 2 Sekunden und wir befinden uns an dem Ort, wo wir uns hin teleportiert lassen haben. Ja, besiege die Teed Hunter. Das machen wir mit der Ulti, indem wir ihn anvisieren. Und abschießen. Yes. Das war's.